Wer immer ihr auch seid, ihr kommt nicht weiter. Baumaffe. Oh, ihr seid auf unserer Seite. Los geht's zum Pilgerpfad. Ja, denn diese Zahl war einfach ungerade. So, dann schauen wir hier nochmal. Hier haben wir drei Leute. Die Zahl ist halt dementsprechend ungerade. Also nehmen wir Kletteraffe. Okay, ihr könnt durch. So, High Potion erhalten. Vielen lieben herzlichen Dank. Sagt den Code. Vier Leute. Ich glaube, das sind vier Leute. Und dann ist das in dem Fall gerade. Okay, ihr könnt durch. Hätte erhalten. Dankeschön. Okay, warte mal. Wie viel sind das? Drei. Ich sehe nur drei. Los, sagt den Code. Ja, dann ist es in dem Fall wohl wieder Kletteraffe. Okay, ihr könnt durch. Sagt den Code nochmal. Baumaffe. Nein! Verdammt, die sind zu fünft. Ach, die sind zu zweit gerade gekommen. Oh, lol. Oh, lol, fail. Ich glaube, man bekommt was dafür, wenn man das, Dings fehlerfrei macht. Vielleicht sogar eine Kostümpalette oder sowas. Kann schon sein. Ich weiß es gerade ganz ehrlich gesagt gar nicht, aber ja, wir haben es leider verkackt. Aber für diesen Scheiß würde ich jetzt nicht nochmal neu laden. Juckt mich jetzt auch nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal. Wird wohl nichts Wichtiges hoffentlich sein. That's it? Oh yeah, that's it. Right. Which is why I keep telling you. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere! There you have it. What's that? I had a little something prepared for just such an occasion. Nice knowing you. Oh yeah, da haben wir einen neuen Bossfight hier. Und zwar, den machen wir easy peasy fertig, hoffentlich zumindest. Panzerbrecher, so. Yuna, ich glaube, du solltest dich mal eben kurz verwandeln. Ich glaube, das wäre schon ganz nett. So. Oh, natürlich können wir auch, ach ja, wir können ja auch jetzt easy peasy mit Pain einfach Protesto. Ah, das ist ja geil. Machen wir mal Folger. So. Einmal Panzerbrecher. Dann gibt es einmal Protest für alle. So, dann können wir noch einen Kraftbrecher hinterher setzen. So, aber ich denke mal, so lange wird der liebe Kerl auch gar nicht leben. So, machen wir mal kurz beten. Nochmal Folge hinterher. Ja, und dann war es das eigentlich auch gleich wahrscheinlich schon. Oh nein, Doppelattacke. Oh, Jesus Christ. Gut, dass wir Protest haben und Kraftbrecher und dies und dies und Janis. So, Vita mal eben ganz kurz auf Riku. Oh, ich glaube, der ist erledigt. We've got bigger fish to fry. Huh, how you like that? Not bad at all. Just what do you think you're doing? Actually, we're sphere hunters. So? Tough luck. Kapitel 1 abgeschlossen. Möwenpack erhält Monstergeschichten-Bonus. Monster gab es erhalten, naja, brauche ich nicht.
Ja, her damit. Weißt du, warum habe ich denn den ersten überhaupt gerade... Warum habe ich den gerade abgelehnt, den ersten? Oh Mann, das war mega doof. Na, egal, scheiß drauf. Forget that notoriety can be a bad thing. So what? I want to have fun! Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Aww. Where's the fun in being plain old regular sphere hunters? Yeah, what she said! Oh no. What? Whenever Riku and brother agree, bad stuff happens. That can't be good. Das ist schlecht. Ja, wenn die sich einigen, dann gibt's Party. Tja, wenn die Geschwister mal ja einer Meinung sind, dann ja, weiß ich nicht. Dann kommt da normalerweise gar nicht so Schlechtes raus. Aber bei den beiden scheint das schon eine ziemlich destruktive Wirkung zu haben. Ja. Jagen wir weiter, bis wir reich und berühmt sind. Nicht als hohes Medium Yuna, sondern als Möwen-Jünchen. Ja, okay, we can do it. Sphere analysis go? It's just a regular movie sphere. It doesn't appear to have any special functions. You wanna take a look? Na klar, schau doch mal. Spirited Machina. Any ideas? Not a one. But as Machina go, it looks extremely dangerous. Definitely a weapon. Yuni! It's him! Is it you? Or does he just look like you? Etru Mega Dread Cuprana. And who's this Len? Front and center. Wichtiges Item, Albertikon 4 erhalten. Okay, also das auf dem Theorie, das könnte definitiv Tidus sein, aber ist es Tidus? So, let's give back that sphere. What do you say? But we worked so hard to get it. That thing is uber bad news. What if we donated the sphere to the study of Sphere's history? That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up. Yeah, we already swiped it. Well, I still don't want it. We're giving it back. Now! You don't mind? I've seen it. It's still pretty shameless to saunter up and give back the sphere we just stole. We bashiat! Our reputation is all but worthless if we do that. Our leaders too, no less. Greedy! Well now, this isn't any fun at all. I really gotta let off some steam. What do you got in mind? Why don't we ask Yuna to dance? Dance? Oh? Oh, that's it! You must dance. Our sanity depends on me. That sounds like an order, Yuna. The exercise will do us good. Whoopee! Hang tight.
right, while I go get ready. Jetzt fragt mich nicht, wie die jetzt auf Tanzen kommen. Ich habe absolut, absolut keine Ahnung. Juna tanzt. Endlich bekomme ich das zu sehen. Tanz, tanz, tanz. Tanze die Nacht hinein. Okay, okay. Brüderchen hat den Killikai komische Typen aufgelesen. Vielleicht will er sie umsonst arbeiten lassen. Genau wie den Mr. Shank. Hm. Schauen wir denn mal, ne? Gehen wir einfach mal hier zurück. Just some hitchhikers I picked up. They're a colorful bunch. Hä, was? Wie? Wo? Hm? Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, wo hocken die denn nochmal rum? Ich glaube in den Quartieren unten, oder? Ich meine, Tonga hätten wir doch einfach mal so aufgelesen. Ach so, ja, jetzt sind die aber automatisch alle da, oder was? Herr Brüderchen hat uns den Killika aufgelesen. Musik der Dankesagung werde ich vorführen. Bitte spielt. Wenn es um Musik geht, dann bin ich der Richtige. Schieben kannst du uns bis zum Ausgang. Okay, Moment, dann schieben wir mal los. Und das Witzige ist, bei diesem Schieben hier ist es ja eigentlich auch von Relevanz im Prinzip, wen man zuerst schiebt. Ich glaube, man muss erst den Dicken, dann den Dünnen und dann die Kleine reinschieben. Vielleicht passt das aber auch so. Vielleicht ist es aber auch total scheißegal, aber ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass es nicht egal ist. Ja, ja, bereit sind wir jetzt. Tanzen sollt ihr in dieser Nacht. Diese Party kann steigen. Well, scheinbar funktioniert es auch so. Who's Len? Why am I so mad? Who the heck is Len? I'm going to go to bed. Thank you.
What what? It must have been a dream. A dream's a dream. Blame it on your new jammies. Das war gerade immer noch anscheinend japanische Voice Actor gerade. Ja, zu dem Traum gerade. Das war ja nicht einfach nur ein Traum, das war ein Albtraum. Aber ich finde, das war ein cooler eigentlich Albtraum, weil man da wenigstens Titus mal wieder richtig so zu Gesicht bekommt. Und ja, aber was es mit diesem Traum auf sich hat, ja, das kann man bis jetzt halt immer noch nicht so ganz verraten. Oder das tue ich zumindest nicht. Aber das werden wir noch herausfinden, glaub mir. So, ich glaube, weil wir jetzt im nächsten Kapitel sind, können wir auch wieder neue Schätze hier einsammeln im Maschinenraum. Kann das sein? Ich glaube, hier kann man jetzt wieder neue öffnen. Allgemein sollte man jetzt einen Spearer wahrscheinlich an den verschiedenen Orten mal wieder, ja, neuere Sachen herkriegen. Es ist je nach Kapitel nämlich dann immer ganz unterschiedlich, was man für Items bekommt. Und auch natürlich, was man da für Nebenmissionen erledigen kann. Das ist halt kapitelweise abhängig. Gut. Alles klar, dann wollen wir mal eben zur Brücke. So. Schauen wir mal. What's up? Returning the sphere is all well and good, but who do we return it to? With the Youth League and New Yevon, it's a lose-lose situation. What do you think, Yuna? I'll follow your orders, leader. As leader, I order Yuna to decide. Hey, that's cheating. Hey, das ist unfair, ja. Aber wir müssen jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Und wohin? Ich habe mich entschlossen. Well, it's got Yevon in its name. Enough said. But the Youth League is reckless. They're the ones picking the fights. Well? Well? So, wir haben jetzt wirklich die freie Wahl im Prinzip. Geben wir das der jungen Liga oder geben wir es Neu-Yevon? Und die Sache ist, ich kann diese Yevonither überhaupt nicht ausstehen. Deswegen geben wir dem Steroiden einfach der jungen Liga. Works for me. Let's go with it. Covins, move out. I wonder why. You're the High Summoner, remember? Who throws a welcome party for the people who ripped them off? Did they make? Procursor Lumixa. Go, Wings, go! La 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 la! Go, Wings, fight! La 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 la! We'd like to give you the sphere that you were looking for. Now that you have this, you can stop the fighting in Killica. How generous. And how sudden. Maybe you should start by introducing yourself, High Summoner. We're the Gullwings. I see. Sphere hunters. In that case, I gratefully accept the sphere you have brought. On behalf of the Youth League, I thank you. Everyone, three cheers for the Gullwings. Gullwings! 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 Oh man. So, did you watch it? The sphere. Well, you see, I... We did.
Oh boy. Forget. I'm afraid I cannot. Yuna, don't let him push you around. Some advice. That thing, the Colossus you saw, is known as Vegnagun. It possesses overwhelming destructive power. It must not be touched. Yet those Yevon fools think they can control it. The Youth League will do whatever it takes to make sure they do not get a chance to try. Trust me, you don't want to get involved. Tell me, who was the man I saw in the sphere? I cannot say. I see. Hey, we got a distress signal from the Celsius. Goldwings, we're leaving! Oha, ein Notsignal von der Celsius also. Was kann denn hier nur vorgefallen sein? Intruders. Anything missing? Still investigating. It's official. We've been burgled. The broken sphere from the Xanarkin ruins is missing. Looks like the burglar left us a present. Who's on top now, dull wings? It'll be 1,000 years before you can take on the mighty LeBlanc. Whoa! Wichtiges Item, LeBlancs Spheroid erhalten. She got us. Oh, poop. Yuna, don't talk like that. I'm just copying you. That's nice. And? We're gonna take it back. No one messes with us. And what about Vegnagun? I didn't want to get too involved. Not like when I was a summoner. We're forgetting who we are. We're spear hunters, the Gullwings. That's right. We steal back what is stolen. It is the law of the spear hunter. Now we go to Chateau LeBlanc. We attack in the name of honor. Get our honey's kick in the name of honor. Maybe we can sneak in disguise. That's it! Yuna, you're brilliant! So, we have to fly around till we find LeBlanc's gang. Beat them up and steal their uniforms. 3 of them. Ja, klingt nach einer Mission, oder? Mission gestartet. Einfach mal so Mini-Zielings, ein paar Leute verprügeln, Uniform, ja, und dann einbrechen und den eins auswischen. Perfekter Plan! Das Mimimpack schlägt zurück. Die LeBlanc-Bande muss für den Diebstahl büßen. Um in die Villa LeBlanc einzudringen, werden 3 Uniformen benötigt. Verprügelt die Bande und nehmt sie ihnen ab. Ziel, klaue 3 Frauenkampfuniformen. Das ist einfach nur just perfect. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal, ne, weiter marschieren. So, und in Kapitel 2 haben wir sicherlich auch so nebenbei auch noch so andere Sachen zu erledigen. So, aber da werden wir erstmal schauen, oder muss ich einfach selber nochmal schauen, was wir da unbedingt eigentlich in diesem Kapitel machen müssen, meines Erachtens nach. So, okay, aber erst machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen, meine lieben Freunde, und ich sage mal bis zum nächsten Mal, haut rein, und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst doch mal ein Like da oder ein Comment oder so, würde mich total freuen. Ciao!